So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Ja, im letzten Mal haben wir uns ein Pflanzendeck erstellt und haben hier die ersten beiden vom Steinklub besiegt. Und ich würde sagen, ich war jetzt mal auf Screen tätig und haben mal gespeichert, mal richtig, und haben mal das Spiel neu gestartet. Und wir schauen doch mal, ob wir vielleicht am Anfang vielleicht mal irgendwo wieder den Immakuni finden. Das wäre toll. Und da... Okay, das hat anscheinend wirklich was gebracht. Okay, das heißt, ab sofort ab und zu mal das Spiel richtig speichern, ne? Das heißt, auf geht's. Mit welchem Deck kämpfen wir denn? Ich würde sagen, ich mache hier übrigens mal den Safe State, weil, ne, gegen den Immakuni möchte ich nicht verlieren. Wir machen den Pflanzendeck. Ja, wir kennen dich. Bla 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 bla. Selbst an einem Lebensbaum Immakuni. Auf geht's. So, ein Tangela und ein Hornio. Ja, ich fange mit Tangela an, weil Tangela kann paralysieren. Das ist supi. So, wups. Jawohl, ich darf anfangen. Und Anton. Anton. Pam, und es ist paralysiert. Das fängt ja schon mal gut an. So, ein Bibor. Oh, das ist toll. Bibor ist super. Machen wir nur noch einen Kokuna, dann haben wir schon ein hammergeiles Pokémon für... in der Hinterhand, meine ich. Kopfweh, da kann ich glaube ich im nächsten Zug keine Trainerkarte einsetzen. Aber ist jetzt egal, weil mein Tangela haut jetzt rein. Ja, wenn jetzt er nichts mehr macht, dann ist sein erstes Pokémon weg. Und da geht es down. Defender. Ah, das ist wie eine Wasserenergie, das heißt, das Vieh kann angreifen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich zeig einfach mal den Defender, Leute. Achso, ich darf keinen Trainer, kann wie Kopf. Ja, ja. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich Schaden bekommen. Nehme ich mal an. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So, Kratzfurie macht nämlich pro Kopf, das kommt 10 Schaden. Und natürlich kommt ein Ball. Ich kann das natürlich ein bisschen beeinflussen, die Münzwürfe, aber das ist natürlich trotzdem ein bisschen glücksabhängig immer noch. Ich meine, hallo, es ist ein Münzwurf. So. Stachelspore. Weil man kann nämlich zusätzlich zum vergiftet sein noch paralysiert sein, falls ihr das nicht wusstet. Ja, ich habe es wahrscheinlich noch nie erwähnt, das anscheinend. Deswegen wusstet ihr was. Wusstet ihr es wahrscheinlich noch nicht. So. Das Vieh braucht, glaube ich, eine Dingens-Energie zum Angreifen und setze ich den Professor Eich ein. Eigentlich habe ich ja noch nicht Not an Mann, ne? Ich hau noch ein bisschen so drauf. Ja, so ein Tangela ist schon nicht schlecht, ne? Da hinten, das heißt, es kriegt jetzt einen Schaden gut geschrieben. Es zögert deine Vernichtung nur unweigerlich voraus. Nee. Hinaus, nicht voraus. Brrrt. Heißt, wenn jetzt seine Attacke nicht klappt, dann ist er tot. Und natürlich klappt es. So, und jetzt setze ich eine, Dingensen sein hier. Das ist jetzt so dumm. So, Tangela und Professor Aimup. Ah, Kokuna, wusste ich's doch. Zack. Ein Pinsir und ein Hornio und ein Nidoran. Jawoll, schön. Das heißt, das Pinsir werde ich doch mal aufpushen. Denn ihr wisst ja, ne? Pinsir ist toll und so. So, das Vieh stirbt durch Gift. Zack. Und Sichlor! Oh! Sichlor und Pinsir auf der... Das ist natürlich wieder drum nicht toll, ne? Weil ein... Hypno kann Schaden machen. Und zwar nicht zu schlecht. Braucht aber 3 Psycho-Energien dafür. Das heißt... Könnte noch ein Weilchen dauern. Haben wir überhaupt noch Platz auf der Bank? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ist ja Quatsch. So, Paralyse. Nein, klappt natürlich nicht. Warum auch? Ist ja Blödsinn. Ihr seht schon, der Gift ist echt ein nützlicher Statuseffekt. Ne? Weil da kann man reiten, knüppeln, wie sonst was. Ja, so ein Giftdeck ist echt was Tolles. So, und unser Pinsel ist übrigens bereit. Das heißt, ich werde ich wechseln? Oder werde ich das Ding so vernichten? Das Ding vernichte ich mit Tangela. Komm. Dann im nächsten
Meinen nächsten Pokémon werde ich wahrscheinlich auf Pinsir wechseln. Ja, und da geht es down. Jawohl, schön. Ja, ihr seht, die Imakuni-Battles sind nicht sonderlich schwer. Oh, das Ding braucht 2 Energie zum Rückzug. Wow. Das ist viel. Was rüste ich denn noch? Das Sichlor natürlich. Und Guillotine! Bams! Pam! Eines Metro haben wir erhalten. Und dafür wird er wieder sein eigenes Pokémon. Das ist so toll. Und Guillotine und Tod! Yeah! Halten wir jetzt wieder 4 Boosterpackungen. Eine Kolosseum. Oh, Gardos. Oh, Gardos. Gardos ist toll. Die Karte ist super. Werde ich bestimmt auch reintun, wenn ich mal ein Wasserdeck machen sollte. Gengar haben wir halt ein Lapras, das wir im letzten Part verschenkt haben. Und Mulnona. Oh, cool. So, könnt ihr eigentlich... Ja, ein Amorose will er diesmal. Okay. Das heißt, ich soll öfter mal den Spielstand neu aufmachen. Weil da werden die Dinger getauscht. Und, ach, genau, die Frau muss ich auch immer noch ansprechen. Oh, Entschuldigung, hast du schon gehört? Im Ort geht das Gerücht um, dass ich hier eine sehr seltene Karte tauschen möchte. Vielleicht bist du ruhig in selbst. Nee, das mache ich. Pass auf, das geht so. Ich gehe hin, zack, was willst du? Hallo Leute, ich dachte, du wärst gekommen, um, weil ich gehört habe, dass ich einen Pixie suche. Ich überlege es gegen meinen Surfing Pikachu zu tauschen. Besitze ich das? Nein. Oh, ich besitze kein Pixie. Sonst hätten wir das jetzt tauschen können. Habe ich jetzt eigentlich einen Electek inzwischen? Wohl kaum, ne? Electek. Nein. Okay, wir haben kein Electek. Das Lapras haben wir schon verschenkt. Die da könnten noch was zum Tauschen haben. Hast du was zum Tauschen? Pikachu! Pikachu ist so süß, aber ich hätte gerne ein Pipi. Gib mir den nächsten Pikachu, wenn du mir ein Pipi gibst. Ich habe kein Pipi. Okay, wir brauchen ein Pipi und ein Pixie. Schön. So, der hat ja nix, der hat auch nix. Da gab's noch eventuell was. Energie sind sehr wichtig. Die kommen wieder, wenn du viele Energiekarten gesammelt hast. Dann verrate ich dir. Ich habe immer noch nicht genug Energiekarten. Na gut. Okay. So, da war nix, ne? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns weiter an unser Ziel, hier die Steinmedaille zu halten. Weil da fehlen uns ja nur noch der und den Typen da oben. Den könnte ich zwar schon gleich machen, aber ich will natürlich alle Leute mal besiegt haben. Ne, im Let's Play wisst ihr Bescheid. So, und wir fangen direkt an. Ich wollte immer schon ein steinharter Typ sein. Steinbogen ist der Name nicht steinstark? Möchtest du gegen meinen Steinbogen-Deck antreten? Ja. Danke, wir machen dieses Match mit 4 Preisen. Steinclub-Mitglied Florian, glühende Pokémon-Deck. Ah, ja. Ich habe keine Basis-Pokémon. Das habt ihr gerade gesehen. Wenn man keine Basis-Pokémon auf der Hand hat, wird es einfach mal nochmal neu gemischt. Und schon wieder ein Tangela. Ja, warum nicht? Bonita! 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 Ich habe eine Feuerschwäche. Vernichtet bitte dieses Pokémon. Gott. Oh Gott. Hilfe, ich habe Angst vor diesem Bonita. Ich habe Angst. So, das waren 2 Energien. Ja, super. Aber das Vieh kann uns schon nicht mehr gefährlich werden. Außer er hat eine doppelte Farbus-Energie. Weil er kann unmöglich in 2 Runden so viel Schaden machen. So viel Energie drauf platzieren. Und Giftpeitsche ist er nämlich jetzt tot. Pam. Gerade noch gerettet, ey. So, ich bräuchte aber mal ein Pokémon. Das wäre fantastisch. Das wäre echt fantastisch. Ja, im nächsten Zug kann ich nicht angreifen. Super, danke. Alle kriege ich jetzt auch mal Pokémon? Nee, ne? Es geht schon wieder so los. Und Zeit. Aha! Rizeros! Gehe ich auf Risiko? Ich gehe auf Risiko. Ich mach mal die Giftpeitsche. Weil das Vieh, wie ihr vielleicht seht, das Vieh hat 100 HP. Oh Gott. Und es kann die Hornattacke, denn tut weh. Aber jetzt hat er 40 Schaden nach dem Gift und wir setzen unseren Nidoran ein. Und Nidoran hat die spezielle Eigenschaft, es kann 30 Schaden machen. Mit einer Energie.
Dafür muss ich aber jetzt Kopf treffen. Ach, das Glück ist nicht auf meiner Seite, Leute. Das Glück ist nicht auf meiner Seite. Tauscht aus? What? Okay. Warum? Egal. Ja, das hier ist 30 Schaden. Das tut weh. Dip, 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 dip. Sichlo! Oh, gerettet! Der Typ hat gerade sein eigenes Grab geschaufelt, befürchte ich. Oder? Hat er das? Ich glaube, das hat er. So, ich setz mal so und setz gleich sich da ein. Und ich mach mal den Schwertanz, weil da mache ich dann im nächsten Zug mit Schlitzer 60 Schaden. Statt 30. Ja, da kann er machen, was er will. Sein nächstes Pokémon wird sterben. So, weil ich hatte ja die Befürchtung, dass er eventuell auswechselt, aber anscheinend nicht. So, Schlitzer! Und jetzt habe ich nämlich auch eine Steinresistenz. Wow, da hat sich das noch vollkommen gedreht. Wahnsinn. So, jetzt bin ich gespannt, das Fiebel wieder. Was macht Geheul? Achso, das reduziert den Angriff um 20 Schaden. Okay. Das heißt 60, ja, das reicht. So, ich brauche aber keine Energien mehr. Ich krieg wie immer keine Pokémon, aber na gut. Wunderbar. So, dieses Rihorn ist kein Problem. So, aber ich werde gleich angreifen, weil wenn es nämlich nochmal den Silberblick macht, dann riskiere ich keinen Schwertanz. Nee, das ist dumm. So, ach komm. Zögere deine Niederlage nur weiter nach hinten raus. So, wir haben ein Nidorino erhalten. Das finde ich gut. So, kann ich jetzt eigentlich wechseln und angreifen? Ach, Sichlo kann ich einfach austauschen. Was ist das denn Geiles? Sichlo kann ich einfach so austauschen. Ja, und das seht ihr. Nidorino kann den Doppelkick. Da muss ich zweimal eine Münze werfen. Und dann macht es pro Kopf 30 Schaden. Und ich kann den Hornbohrer, der macht 50 Schaden. Bams! Ja, ist nicht schlecht, ne, Nidorino? Ba-ba-da. Und er hat verloren. Was bekommen wir? Ein Dictry. Jawohl. Und noch ein Dictry. Ja, warum nicht? Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich mach noch den Leiter. Ja, warum nicht? Ich bin Olaf, der Meister des Steinglaubs. Steine sind klasse. Ist Gestein nicht toll, Leid? Stein ist hart und stark. Zerbricht nicht unter Druck. Wenn du gegen mich gespielt hast, wirst du mir zustimmen. Los! Mal sehen, aus welchem Material du bist. Unser Duell geht um 6 Preise. Du bekommst die Steinmedaille erst, wenn du mich besiegt hast. Steinclubmeister Olaf, Steinschlagdeck! Oh, cool. So, Setze ich denn ein? Ich fange mit Tangela an. So, Raupi und Pinsir, jawohl. Das Standard-Anfangs-Pokémon bei uns. Das Tangela. Und flipp. Wunderbar, hat schon mal total funktioniert. Aber ich glaube, Kleinstein hat sowieso 2 Energien gebraucht, um anzugreifen. Dip, 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 dip. Also ist da noch keine Gefahr in sich. So, ich setze erstmal den Bill ein. Wie wär's denn? Ein Pokémon-Händler. Und ein Windtau. Was hat er denn auf der Bank? Dick da. Ah, das mache ich dann, wenn ich vergiften kann. Windtauche ich einfach mal seinen Kleinstein fürs Dick da weg. Weil, habt vielleicht gerade gesehen aus dem Augenwinkel, dass Dick da nur 30 HP. Heißt, das Ding wird schnell sterben. Wenn ich das so sehe, dann wird das ein ganz schnelles Duell. So. Giftpeitsche! Pam! Ja, da ist schon das erste Pomo tot. Schön, und wenn er jetzt kein Pomo mehr hat, dann haben wir schon gewonnen. Ach, schade. Natürlich hat er noch eins. Lame! Ja, natürlich hat er noch 2. Noch 3! Das war ja so klar. So, wir haben aber einen Pokémon-Händler, das heißt, ich könnte auch auf... Ne, ich mache mir erstmal ein Dingensens. Ein Pinsir. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, nächstes Vieh weg. Den seine Kleinsteins können alle nicht angreifen. Ja. Mein Gott, wegen mir, ne? So, Giftpeitsche. Ich mag die Musik.
in diesem Spiel. Das ist toll. Wie immer halt. Da, 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 da. So, nee, eine doppelte Farblosenergie wäre toll. Auf das Spintier, jawohl. So, wir haben ein einsatzfähiges Spintier. Und ihr wisst ja, das Vieh kann nur ordentlich Schaden machen. Das wisst ihr ja. So. Noch ein Dickter, ja, warum nicht? Wir rotzen deine ganzen Dickters weg. Da kannst du mir also noch 50 holen. Oh, Defender. Ich hab nichts gesagt. Was machen wir denn jetzt? Wir haben einen Saffron. Ich könnte eigentlich noch ein Pinsir machen, ne? Aber das ist lame. Das ist lame. Ich mach... Warte, wir haben einen Saffron. Moment! Wir haben einen Saffron! Und wir haben einen Pokémon-Händler, das heißt, ich setze mal das Tangela und holen wir dafür einen Smetro! Ja, genau. So, wunderbar. Und ich würde sagen, Tangela hat ausgedient, oder? Ja, Tangela hat ausgedient. So. Pinsir-Hai und Guillotine! Weil Defender macht ja 20 Schaden weniger, ne? Seht ihr ja. So. Ja, und Onix ist vom One hinten mir auch weg. Das hat zwar 90 AP, aber... ist doch für unser Pinsir kein Problem, hallo? Saffron. So, und das wächst wirklich gleich zu Smetbo, weil es braucht ja nur 2 Energie, um anzugreifen zu können. Ja, das Duell, das haben wir schon so gut wie gewonnen. Der hat keine Chance gegen uns, sag ich mal. So. Ja, da haben wir schon gewonnen. Guillotine und Tod. Ging ja relativ schnell. Na gut, ich habe jetzt ein bisschen überzogen von der Zeit, aber egal, galgalalala. Das wollte ich jetzt noch in diesem Part machen. Jetzt habe ich natürlich nicht vorgelesen. Egal, wir halten die Steinmedaille. Tralala. Knight hat die Steinmedaille gewonnen. Und eine Boosterpackung halten wir auch noch. Oh, Lavados. Oh, cool. Cool. Und ein Aerodactyl. Ja, warum nicht? So. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, das war wieder mal genug für einen Part. Im nächsten Part schauen wir da mal, was uns hier passieren wird, weil so viel gar nicht wollen. Da wird jetzt gleich was passieren. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.